Der Wald zeigt sich am Tag von seiner wunderschönen Seite, bei der viele Menschen bei einem Spaziergang ihre Ruhe finden. In der Nacht jedoch zeigt sich der Wald von einer komplett anderen Seite. Die Dunkelheit, die Stille und die Tiergeräusche lassen den Wald oft extrem gruselig wirken. Heute 5 gruselige Videos in einem Wald aufgenommen. Bleibt bis zum Ende dran und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr bei Nummer 1 reagieren würdet. Das interessiert mich wirklich sehr. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wenn du den Kanal abonnierst, die Glocke anschaltest und dem Video einen Daumen nach oben gibst, haben Geister und Dämonen keine Chance, dich heimzusuchen. Also worauf wartet ihr? Nummer 5. Das Etwas im Wald. Im Umatilla-Indianer-Reservat in Michigan, Oregon, passierte etwas Seltsames. Einheimische hörten unheimliche Geräusche mitten in der Nacht, die aus der Sumpfgegend kamen. Eines Nachts gegen 23 Uhr hörte ein Mann in den nahegelegenen Wäldern bizarre Geräusche und ging vor sein Haus, um zu versuchen, einige der gruseligen Geräusche auf seinem Handy aufzunehmen. January 21st, about 11 p.m. I'm a couple hundred feet from my house. You can hear it going off in the background right now. Kind of sounds weird. Kind of sounds doggish, hyena-ish. But you can hear it going off in the background right now. It's really kind of strange, just to say the least. It's been going off for about 15-20 minutes so far by the fire station. And it's pretty crazy, so if you can listen, that'd be crazy. Hold on. Sounds like laughter. It's actually gotten closer since it started. It's probably only 200 feet, 300 feet from me right now. Shot over into the woods. So I really don't know what that was. I'm pretty sure somebody was shooting a .22 or something into the swamp. It's pretty much stopped in the last minute. I'm just gonna stay and stick it around, seeing if I see anything weird. You guys be the judge. Einige Anwohner glauben, die seltsamen Geräusche, die spät in der Nacht aus dem Sumpf kamen, sind möglicherweise die eines Kojoten, Fuchses oder Pumas. Doch Bewohner, die viele Jahre in der Gegend gelebt haben, sagten, dass sie noch nie solche Geräusche gehört haben. I mean, I've seen foxes and coyotes around here for a long time, and I'm not sure why, if foxes and coyotes have been around here that long, why we wouldn't have heard them before. And all of a sudden, since November, things have been just going crazy around our community. Einige Einheimische haben sogar behauptet, dass die Gegend das Zuhause von dem Sasquatch ist und dass diese Kreatur die Quelle dieser Geräusche ist. My friend who's doing a documentary on Bigfoot will enjoy this footage. Ist es Bigfoot, Sasquatch oder einfach gewöhnliche Tiere, die in der Nacht Laute von sich geben? Lass mich in den Kommentaren wissen, was du darüber denkst. Nummer 4. Die Fahrt durch den Wald.
Du musst nicht unbedingt zu Fuß im Wald unterwegs sein, um gruselige Dinge zu erleben. Dieses Paar aus Russland fährt mit einem Auto spät in der Nacht durch eine Straße im Waldgebiet und sie sind sicherlich nicht auf das vorbereitet, was passieren wird. Ein zufälliger Baum stürzt plötzlich direkt vor ihnen zu Boden und sie sind gezwungen, direkt durchzufahren. Zum Glück gab es keinen ernsthaften Schaden und niemand wurde verletzt, aber der Fahrer scheint fast einen Herzinfarkt bekommen zu haben, als der Baum zu Boden fiel. Nummer 3. Die Dekoration. Als der Mann durch den Wald in Suffolk County, New York wanderte, machte er eine ziemlich bizarre Entdeckung und beginnt zu filmen. Er holt auch ein großes Jagdmesser heraus, um sich zu schützen, nur für den Fall, dass ihn jemand angreifen sollte. Okay, we're deep in the woods. Sort of, we're like on the border, cause like there's a side of the woods where there's people's houses. But I came to a trail that led to a trail that led to a trail up the hill, and I came down this, and as you can see, probably can see, it's f***ing blocked. There's trees knocked over, blocking it, and cut down so that it's hard to get down the hill. But I saw what looked like a fire pit. And remember, we're still in the woods. We're still in the f***ing woods, right? I don't know what this is. Do you see the f***ing trees? Little white, okay. I was like, okay, these are probably no trespassing signs, or maybe it's something for the wildlife or something. Look what these are. What the is going on in here? Vermisstenanzeigen sind überall in der Gegend um Bäume gebunden. Look at that. Er findet außerdem eine Decke und eine leere Essensdose auf dem Boden verteilt und seltsame Zeichen aus Stöcken und Zweigen. Er sieht eine Schaufel, die gegen einen nahegelegenen Sitzbereich gelehnt ist. Plötzlich hört der Wanderer Stimmen und macht einen schnellen Abgang. Stacy Peterson, 23 years old, missing from Illinois 2007. Oh, I heard voices. We have to get the out of here. Durch seinen Wandertracker konnte er der Polizei genaue Informationen zu dem Ort geben. Was passiert als nächstes? Entweder es klärt sich alles perfekt auf oder es wird nur noch mysteriöser. Die Polizei befragte den nahegelegenen Eigentümer und erfuhr, dass das Ganze nur zur Dekoration für eine bevorstehende Halloween-Party sei. Eine Erklärung, die die Strafverfolgungsbeamten ohne weiteres akzeptierten. Doch der das Video gepostet hat, waren nicht überzeugt. Das Video wurde am 3. Oktober aufgenommen, ziemlich früh, um eine Halloween-Party im Wald aufzubauen, oder nicht? Und die vermissten Poster sahen so aus, als würden sie schon lange da hängen. Nichtsdestotrotz wäre es auch etwas pervers, echte Vermisstenanzeigen von geliebten Menschen für eine Halloween-Party zu verwenden. Und es ist offensichtlich, wie du kannst sehen, diese sind nicht neu. Like, not just that this is 2012, Noblesville, Indiana, right? Look at the tape, look at the water damage. These have been hanging up for a while. And look at this, like, just look at this. Who the f*** is gonna decorate this? What the f***? This guy's a grown-up. Nummer 2. Die Hütte im Wald. Eine verlassene Hütte im Wald ist der Inbegriff für tausende von Horrorfilmen, Kurzgeschichten und generell beängstigende Dinge. Also warum entscheiden sich Leute dazu, diese Hütten zu untersuchen und eine Kamera vor der Tür aufzustellen? Eine Gruppe französischer Kanadier taten genau das und die Ergebnisse waren ziemlich das, was man sich vorstellen würde. We're gonna get you. Ouais. Fait que ce fut, c'est une super de belle soirée. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Moi, je pense que le feu, il réussit à investir. Qu'est-ce que t'en penses? Il réussit à ta barouette. Un esti de beau feu. Hey, t'avais-tu entendu ça? Quoi? Check. Ah! Frank, pogne la flashlight! Vite, pogne la flashlight!
Fuck, c'était quoi? C'est où? Chose là! Oh shit! You! Ah, c'est quoi? Dans l'eau! Die Gruppe entdeckt ein bizarres Ding, das aus der Kabinentür auf sie schaut. Als sie nachsahen, ist es weg, aber dann entdeckten sie das Ding nochmal, diesmal außerhalb der Kabine. Sie verfolgen es, aber es verschwindet wieder. Also ist es nur ein Scherz von einigen gelangweilten Campingkids? Oder ist da etwas Wahres dran? Schreib mir in die Kommentare, was du davon denkst. Nummer 1. Unheimlicher als die Natur. Unheimliche Dinge im Wald müssen nicht immer von Tieren oder gefährlichen Kreaturen kommen. Manchmal lauern in einem Wald weitaus furchterregendere Dinge. Drei Jungs, die im Dreck des Waldes eine Runde mit ihren Crossbikes fuhren, stießen auf etwas, was sie nie erwartet hätten. Subaru, Baja. Have you seen it up there? No. Oh, sure. Yeah, I'm positive. We were at the mine. Just robbed me. I haven't seen him. Thanks, bro. Awesome. Oh my God, Jesus. Ein anscheinend betrunkener Mann torkelt schreiend auf dem Waldweg umher. Pistole in der einen und ein Bier in der anderen Hand und fordert sie auf, stehen zu bleiben, um sie zu fragen, ob sie einen silbernen Subaru gesehen haben. Silver Subaru, Baja. Have you seen it up there? No. Oh, sure. Yeah, I'm positive. Er behauptet, er sei ausgeraubt worden. Logischerweise bleiben die Jungs nicht weiter stehen, um die volle Geschichte zu hören und dem Mann eventuell zu helfen. Dude, that's not funny. What? That wasn't funny. Hey, I got it on film. Sie übergaben das Videomaterial der örtlichen Polizei und die unternahmen keine weiteren Untersuchungen, da es für sie, Zitat, keine große Sache sei. Vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.